Abends ewig im Büro sitzen oder Arbeit mit nach Hause nehmen, nur damit man dafür in ein paar Jahren vielleicht befördert wird. Immer weniger Studenten in Deutschland sehen darin einen Sinn. Für sie ist der Job längst nicht mehr alles. Es soll schon auch gefallen, aber es ist im Endeffekt ein Mittel zum Zweck, damit man sich eben andere Sachen ermöglichen kann. Ich glaube, es kommt irgendwie vor allem darauf an, dass man so eine ganz gute Balance findet. Ich muss in meinem Beruf schon glücklich sein, aber ob ich da Aufstiegschancen habe oder nicht, ist mir egal. Nach einer aktuellen Studie scheint die heutige Generation Y sorgloser und weniger ehrgeizig als frühere Generationen zu sein, legt stattdessen mehr Wert auf Familie, gefolgt von Freunden sowie Freizeitaktivitäten und Sport. Beruflicher Aufstieg und hoher Lebensstandard liegen abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Besonders deutlich zeigt sich der entspannte Blick auf die eigene Karriere bei männlichen Hochschulabsolventen. Hier sank das Interesse innerhalb von 2 Jahren von 62% auf 45%. Mit ein Grund für den Wertewandel die allgemein positive wirtschaftliche Entwicklung. Viele Unternehmen suchen händeringend Fachkräfte und insofern ist natürlich auch eine große Sicherheit gegeben. 90% der Studenten sagen, dass sie sich sehr sicher sind, dass sie sehr schnell einen Arbeitsplatz finden werden nach Abschluss des Studiums. Der erst einmal ein Grundeinkommen garantiert. Das Zauberwort heißt Work-Life-Balance und bedeutet lieber ein schönes Leben und weniger Stress als mehr Arbeit für mehr Geld mit frühem Burnout und weniger Freunden.